Jetzt hallo miteinander. Heute ist der 3. Oktober und symbolisch für diesen Tag habe ich in meiner Hand ein Stückchen aus der Mauer. Nicht aus der Berliner Mauer, sondern aus der Gartenmauer von meinem Nachbar. Und der kommt aus dem Osten, deshalb gilt das genauso. Habt ihr eigentlich gewusst, dass es der 3. Oktober auch schon vor dem Fall der Mauer gegeben hat? Mhm. Das haben die Historiker anhand von Kalendern festgestellt. Nur war das damals kein besonderer Tag. Der lag zwar auch schon damals zwischen 2. und 4. Oktober, aber war nur besonders für jemanden, der Geburtstag gehabt hat, wenn es einen Todestag gegeben hat oder wenn jemand einen Termin bei seinem Stomatologe, bei uns im Westen, der Zahnarzt, gehabt hat. Erst am 3. Oktober 1990 ist das ein ganz besonderer Tag geworden. Da hat sich nämlich die dicke BRD mit der kleinen, schnuckeligen DDR vermählt. DDR war bis dato ein kleines Land, wo Autos aus Pappendeckel über pflasterte Straßen gehüpft sind, wo Drogendealer überhaupt gar keine Chance gehabt haben, weil die Leute selber im Keller Segways Koks gehabt haben. Das war ein Land, wo die Farbe Grau schon als grell golden hat und da haben dann die Leute Pop-Gymnastik gemacht, um der Tag ein wenig auf zum heller oder bunter zu machen. Da war der Klassenfeind jetzt nicht der Klassenlehrer oder der Streber mit Pickel und der Brille, wo vorne guckt, ist neu. Der Klassenfeind war ja aber anders. Und Bückware war kein Codewort für Prostitution. Das gab es im Osten gar nicht, weil die waren sexuell so aufgeschlossen, da hätte sogar Adam und Eva als zugeknüpft gelten. Neu im Osten war alles anders. Und wenn man als Held der Arbeit in Rente gegangen ist, oh mein Gott, da ist man ins Altersheim gekommen. Nein, da ist man ins Feierabendheim gekommen, ins Feierabendheim. Feierabendheim, das hört sich doch ganz anders an, noch Stammtisch, Party und so, oder? Viel, viel bunter als bei uns. Ein weiteres Relikt aus der Zeit in der DDR, das war das Mutti-Heft. Das Mutti-Heft, das hat es in der Schule und im Kindergarten gegeben und da wurden die Informationen an die Eltern weitergeleitet. Jetzt wäre natürlich spannend zu wissen, was im Mutti-Heft von unserer Mutti der Nation gestanden ist. Vielleicht kommt daher die Raute. Vielleicht ist da drin gestanden, dass das arme kleine Mädchen damals öfters ins Eckle hat standen müssen. Und wenn es heimgekommen ist, hat es so gemacht. Und dann hat man gewusst, oh, das kleine Mädchen hat wieder ins Eck gestanden müssen. Ich weiß es nicht, wir werden es nie erfahren. Ja, so schwelgen wir in nostalgischen, nostalgischen und ostalgischen Erinnerungen. Und manche Sachen wären vielleicht gar nicht schlecht, wenn sie wiederkommen würden. Wie zum Beispiel der Trabi. Der Trabi war kein schlechtes Auto. Den haben wir selber reparieren können mit Klebstoff, mit Klebefolie. Den haben wir tackern können oder mit Einmachgummi zusammenheben. Und zudem, sind wir doch mal ehrlich. Also ich glaube nicht, dass der Trabi mit seinen Abgaswerten heute viel, viel schlechter wäre, wie die heutigen modernen Autos, die andauernd in den Medien kommen. Was meint ihr dazu? Also, ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle und Ade.